Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Ja, und damit sind wir im 7. Kapitel Licht aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Legacy of Thieves heißt die Collection. Und ich war jetzt gerade überlegen, wie jetzt überhaupt der 4. Teil heißt. A Thief's End nämlich. Ich bin gerade am überlegen, wo muss ich denn hin? Beziehungsweise, wie soll ich rüber? Und wohin genau? Auf das Dach oder dahin? Wo hält er sich am besten fest? Ich weiß es nicht so genau. Ich spring mal einfach ins Blaue. Verdammt! Oh, 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 oh. Bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich die weiße Bedrohungsanzeige. Ja, das haben wir schon festgestellt. Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Halten sie sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Ja, das funktioniert ja wunderbar. Springen gedrückt halten. Wo ist denn der? Da oben. Oh. Wo muss ich denn genau hin? Das ist jetzt die Frage. Da hinten ist ein Schiff. Kann ich nicht einfach dahin? So, Moment. Ich weiß nicht, ob der eine mich hier sehen kann. Oh, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Fuck, wie komme ich denn an denen vorbei? Da unten kann ich nicht rum. Ich weiß nicht, ob ich mich an dem Gittertor festhalten kann. Ich probiere das mal eben. Kann ich da? Nee, kann ich nicht. Oh, fuck. Der erwischt mich doch auf jeden Fall. Der erwischt mich doch auf jeden Fall. Das war cool. Keine Ahnung, wo er hin ist, aber das war cool. Okay. Also mit X kann ich das machen. Achso, ich dachte, hier ist noch einer. Unter mir ist aber scheinbar auch keiner. Ja, du kannst mich mal. Die Frage ist nur, wie gesagt, wo muss ich hin? Beziehungsweise, wie muss ich hier rum wieder raus? Ich weiß es nicht. Da unten könnte ich jetzt theoretisch rein, aber bringt mir das irgendwas? Da stehe ich nur in diesen Dingen drin, ne? Okay. Hinweis? Was Hinweis? Ach so! Da kriege ich einen Hinweis, wo ich hin muss. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt dahin, ohne gesehen zu werden? Der Typ, der guckt nach links, der scheint auch die ganze Zeit dahin zu gucken. Die anderen sehen die mich hier? Ich hoffe nicht. What? Du solltest nur auf den Vorsprung springen, aber ist in Ordnung. Kein Thema. Sparpagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Spera solo di beccarti subito una pallotta là in testa! Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per doch hier in die Richtung, oder was? Willst du mich verarschen? Kann ich mich... Moment, kann ich mich da runterhangeln? Da kann ich mich nur da runterhangeln wahrscheinlich, ne? Dreh dich mal um und geh wieder zur anderen Seite. Wobei hier auch irgendwie scheinbar einer... Nein! Oh, Trottel. Nee, da kann ich mich auf jeden Fall nicht rumhangeln. Nee. Ich muss hier oben rum. Aber warum steht der Idiot jetzt hier auf der Seite? Stand doch eben noch links auf der Seite. Sieht der mich jetzt, wenn ich da hochgehe? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
Von hinten sind sie auch die ganze Zeit am Gucken. Von links ist keiner am Schein. Der guckt, da ist irgendwie einer so ganz komisch da durch am Schein. Spring mal einfach mal da drüber. Kein Thema. Die Frage ist jetzt. Ach, da ist einer. Ah. Okay, verstehe. Wir haben keine Zeit, lange zu schaukeln. Wir müssen rein. So. Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ne? Finde ich auch. Da kommen wir weiter. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Ich weiß nur, ich muss hier rein, mehr weiß ich nicht. So. Da könnte ich jetzt theoretisch runter, aber ich glaube, das bringt mir nichts, ne? Kann ich das nochmal haben mit dem Hinweis? Nee, schade. Warum kann ich das nicht nochmal machen? Ich denke, ich muss nach links und dann da entlang hangeln. Das Problem ist halt, dass da oben zwei Typen rumlaufen. Der sieht mich hier scheinbar nicht. Das Problem ist, ich muss nach oben und mich dann nach unten hangeln. Ja, du sollst da ja runter. Aspetta. Siamo su qualcosa lì. Sì, penso tu abbia ragione. Nein, hier ist niemand. Falso allarme. Falscher Alarm, genau. Ich wollte eigentlich nicht springen, aber okay. Okay. Da wird doch sicher auch noch irgendeiner drin sein, oder? Ich muss nach oben und mich umschauen. Wie nach oben und mich umschauen? Oh Gott. Oh. Merda. Se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Okay. Hallo. Ich will einen heimlichen Angriff machen. Wieso kann ich den nicht angreifen? Dein Ernst jetzt? Okay, es wird mir anscheinend doch nur nicht angezeigt. Okay. Bin unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Verschaffe mir nur einen Überblick. Ja, ist gut. Wo komme ich denn da hoch? An den Dingern komme ich nicht hoch, oder? Ist hier noch irgendjemand? Ich hoffe nicht. Macht der das? Ach, der geht automatisch in die Hocke. Ich habe extra gedrückt. Okay. Hier komme ich hoch. Okay. Wo ist der? Der läuft da unten rum. Der kann aber nicht hier hin, oder? Muss ich denn jetzt? Doch, da muss ich hoch, ne? Na komm. So. Es tut mir leid, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen angespannt.
komme hier nicht hoch. Ich weiß noch nicht, was der sich hier für einen Überblick verschaffen will. Ist eine schöne Gegend, ja, aber... Muss ich vielleicht da hinten hin? Aber so weit kann ich nicht springen. Da ist der Ballsaal. Und davor die Einfahrt. Ja, toll. Bringt mir jetzt sehr viel, wenn ich das weiß. Es ist ein bisschen weit zu springen alles, ne? Da kann ich mich nirgendwo festhalten, da auch nicht. Das wird garantiert ins Auge gehen hier. Und da komme ich nicht hoch. Der Ballsaal, ja. Wollen wir denn zum Ballsaal? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Theoretischerweise könnte ich ja nach unten und die Strecke dahin nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich probiere jetzt einfach mal zu springen. Ich denke, dass das viel zu weit ist. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal eben. Nö, ist viel zu weit, war klar. Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich stehe jetzt hier scheinbar irgendwie auf dem Schlauch oder so, keine Ahnung. Ja, geht immer schön weiter. Vier bewaffnete Personen. Aber alle sind sie nach links gelaufen. Was für mich heißt, dass ich da eigentlich gar nicht hin möchte. Okay. Hoch. Da ist der Ballsaal. Davor die Einfahrt. Also, ich denke, dass wir gesagt haben, beziehungsweise dass unsere Kumpels gesagt haben, dass wir uns in der Einfahrt treffen. Ich habe ehrlich gesagt eben nicht so hundertprozentig zugehört. Muss ich vielleicht doch durch das Fenster, aber da komme ich nicht hoch. Ach, jetzt auf einmal komme ich doch hoch. Och, nee, ne? Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja, so wie sein Schild, wollte ich gerade sagen. So wie sein Hemd aussieht, wage ich zu bezweifeln, dass das funktioniert. Wir schauen hier nochmal nach. Wir probieren es mal. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Wie konnte man nochmal ausweichen? Ich weiß es nicht mehr. Netter Versuch. Der war geschenkt. Okay, das war anscheinend nicht die Taste. Oder soll ich verprügelt werden? Jetzt her mit dem Artefakt. Genauer ausdrücken, das gehört nicht Ihnen. Handeln. Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Danke, dass ich nicht auswählen darf. Ich verliere langsam die Geduld. Ich hab noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Die Alte ist irgendwie nervig. Also blocken geht mit keinem der Knöpfe. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Sie können echt nicht massieren. Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Weil die Nase dabei brechen könnte? In meiner Gesäßtasche.
Wo ist es? Dann ist es wohl in der anderen Hose. Das war für die Zeitverschwendung. Halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Ja, jetzt drücken wir wieder X. Ah, jetzt passiert mal was anderes damit, okay? Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt der? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzustimmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber wahrt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute das frage ich mich auch gerade. Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht, ich hab ne Knarre. Bis gleich. Die schlechte Nachricht ist, ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wo ich bin. Moment, da hinten. War da nicht da der Ballsaal? Zum Markieren von Gegnern LT gedrückt halten. Also links und linker Stick. Ah, okay. Haben wir auch noch sonst noch welche? Kommt der jetzt hier hoch oder was? Der läuft da hinten so. Ich weiß ja gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Ich nehme aber mal an, dass es cleverer wäre, jetzt über die Dächer zu gehen. Da unten ist auch noch einer. Kann ich aber anscheinend erst markieren, wenn ich die sehe, oder? Ist natürlich schlecht. Wieso kann ich die so nicht markieren? Hallo. So, was bringt mir das jetzt, dass ich die markiert habe? Gar nichts. Die stehen halt blöd da unten rum. Hm. Wenn ich da hochkommen würde und aufs andere Dach kommen würde, würden die mich wahrscheinlich komplett anleuchten, oder? Kann ich darüber eventuell... Ich, das ist zu weit, wa? Ich weiß nicht, ob ich mich da festhalten kann. Ja, ansonsten stürmen wir mal wieder, sterben wir mal wieder den Freitod. Okay, das hat funktioniert. Immerhin etwas. Da haben wir noch was zum Springen. Was ist denn jetzt los? Oh. Vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Oh fuck. Lass zu! Zu den Zehen jetzt! Was machst du? Was sieht's denn aus? Scheiße! Nathan! Fang! Ja! Kein Thema! Oh Mist! Ich hab sie! Gut gemacht! Alles klar? Ja, kann gar nicht nachladen, wenn ich hier hänge. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Wir treffen uns in der Einfahrt. Ja. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Einfach Richtung Ballsaal. Da sind wir eben auch schon nicht hingekommen. So, es wäre gut, genau, wenn er jetzt mal... Es wäre, glaube ich, besser, wenn ich da ein bisschen... jetzt gar nichts gehört. Ich war gerade beschäftigt. Tut mir leid. Ach so, da hinten. Das mit den roten Dingern. Das ist der Ballsaal. Genau. Da können wir jetzt hier rüberspringen. Nehme ich an. Wenn er denn nach oben gehen würde und sich nicht runterhangelt. Hangelt. Wie auch immer. Nein, noch nicht da. Aber da geht's auch. So, ich muss irgendwie in die Richtung nach hinten rechts. Da komme ich nicht weiter, so wie es aussieht.
Komm ich hier weiter? Wäre nur gut, wenn man was mehr sieht. Moment. Ich kann jetzt gerade keinen Hinweis machen. Jetzt kann ich einen Hinweis machen. Nö, jetzt nimmt der nicht mehr an. Hä? Oh, oh, oh. Ja komm, schieß ihn doch einfach. Kaputt, Mann. Das hat ja super funktioniert. Hallo, wieso geht der nicht in die Hocke? Ich denke, der geht immer in die Hocke, wenn da irgendwo Gras ist. Junge, von wo schießt du? Ach, da unten. Könnt ihr jetzt mal dahin kommen, wo ich euch sehen kann? Oh, so meinte ich das nicht. Meinte eigentlich da unten. Noch einer? Und da hinten ist ein Ferrari. Das sieht schon mal gut aus. Kann ich hier einfach so über die Straßen spazieren, oder? Nee, da darf ich so nicht runter, ne? So wie es aussieht. Muss ich wahrscheinlich dann hier drüber springen. Irgendwie, da komme ich rüber rechts. Links aber eigentlich auch. Hallo, du solltest... Ja, dann geh einfach oben übers Dach. Ist mir auch egal. Oh. Ich bin nicht da. Oh, wie viele sind das? Drei? Muss ich da hoch? Jetzt kommen die natürlich genau dann zurück, wenn ich da hoch will. Der stand so beschissen, ne? Oh, kommt der, ne? Ich wollte gerade sagen, da war doch noch einer. Da ist soeben noch einer runtergesprungen rechts, oder? Mir nicht sicher. Wir versuchen es mal. Nein, 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 die will ich nicht. Oh, wie soll man denn da? Geht's noch? Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Und da ist was. Beim Ballsaal. Ja, aber auch nur fast. Ich bin mir nicht sicher. Die nageln mich fest. Du musst mir helfen. Ich hab's erschrocken. Ich komme, Sir. Ich weiß nicht, wo der ist. Es hört sich an, als ob der irgendwo in der Richtung ist, oder? Können wir da. Das sieht gut aus. Moment. Oh, was ist das? Ja, jetzt schieb doch mal. Hallo. Dein Ernst? Ja.
Ist das andere Arschloch jetzt? Noch einer? War doch gerade einer von oben, oder nicht? Der geschossen hat. Keine Munition? Wollt ihr mich verarschen? Von da oben hat doch einer geschossen, meine ich. Okay. Das war jetzt mein Plan, erstmal hier hochzukommen, aber das hat ja nicht so gut geklappt. Ja, war doch einer noch da. Okay, meine ich doch. So, Moment. Da war das Ding, genau. Und ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich geil. Okay, los geht's. Verdammt nochmal! Nathan! Hey, wie geht's? Ja, ich stehe auf große Auftritte, ne? Ich hab genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Ja, aber mir geht die Munition aus. Okay, Jungs, Planänderung. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Kommt zum Brunnen vor dem Ballsaal. Ich warte dort. Okay, los. Die sind nicht allein! Ich weiß. Braucht trotzdem Munition. Die ganzen Säcke haben keine mehr. Gib mir etwas Muni. Muni, Muni, Muni. Wir liegen überall. Na, kann ich die Fläche nehmen? Ja, wann schießt der? Ich glaube, der hatte was wie eine Granate dabei. Okay. Und der hat nur 16 Schuss. Ich habe nicht gewusst, dass die immer voll aufgeladen sind dann. Okay, wo ist der jetzt hin? Harry, uns rennt die Zeit weg. Halt durch, Junge. Ich bin fast da. Ja, habe ich. Bin gleich da. Wenn du lauf gleich doch nicht in meine Schusslinie. Na? Danke, danke. Dein Ernst? Och, Junge, hallo. Wo ist der denn hin? Oh. Ja, es wird Zeit, ich weiß.
Nein, wieso geht der da nicht rein? Los, los! Festhalten! Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Hodie mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein.